Kennst du das Weintrauben-Mikrowellenexperiment? Nein? Dann kannst du es jetzt sehen. Es ist für mich ein Bild für meinen Glauben. Ich nehme dafür zwei Weintrauben, lege sie auf einen Teller, gebe sie in den Mikrowellenherd, schalte ihn ein, vielleicht so auf 40 Sekunden und lasse es gehen. Wir sehen jetzt, was passiert. Es passiert gar nichts Besonderes. Jetzt nehme ich zwei Weintrauben und schneide sie in der Mitte auf. Ich öffne sie. Am Rand lasse ich sie ein bisschen zusammenhängen. Ich gebe jetzt diese Weintrauben in den Mikrowellenherd. Und jetzt schauen wir, was passiert. Wow, habt ihr gesehen? Kleine Explosionen gibt es da und sogar Plasmablitze entstehen da. Das haben Physiker festgestellt. Dieses Experiment ist ein Bild für meinen Glauben an Jesus. Der Mikrowellenherd steht für Gott, ist ein Symbol für Gott. Er erzeugt Mikrowellen, so sage ich, von Gott geht auch eine Energie aus und die größte Energie, die von Gott jemals ausgegangen ist, das ist für mich Jesus Christus. Zu Weihnachten feiern wir seine Geburt. Die Weintraube steht für mich. Nur wenn ich mein Herz für Jesus öffne, das heißt, wenn ich mich innerlich aufmache für Jesus, wenn ich zum Beispiel zu ihm bete, Jesus, du interessierst mich. Jesus, du darfst mich berühren mit deinen Worten. Jesus, deine Botschaft darf mich verändern. Erst wenn ich das mache, werden von mir Plasmablitze ausgehen. Oder mit anderen Worten, von mir wird eine Freude ausgehen, eine Kraft der Liebe. Und andere werden darüber staunen.